Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass auch so vielen Jugendgruppen junge Menschen da sind. Das finde ich ganz toll. Ja, das Thema, vielleicht stelle ich mich erstmal ein bisschen vor, es wird mich vielleicht doch nicht jeder kennen. Mein Name ist Klaus Zielinski und ich arbeite als Seelsorger, habe auch eine Ausbildung als Seelsorger und das hatte auch seinen Grund, dass ich aufgrund einer Lebenskrise mich mit diesen Themen beschäftigt hatte und da bin ich dann viele, viele Jahre, 18 Jahre habe ich bei Team F mitgearbeitet oder bin auch noch dabei, aber das wird jetzt so langsam auslaufen und habe dort in Seelsorgeseminaren mitgearbeitet und habe dann auch ein Seminar 10 Jahre lang schon jetzt auch selbst geleitet, das Seminar über Hochsensibilität. Und im Laufe dieser Begegnung mit Menschen kam dann zu den Seminaren, die kommen ja bei Team F aus allen möglichen Gemeinden, kamen dann auch immer mehr Menschen, die traumatisiert waren, also wirklich sehr stark traumatisiert waren. Und wir haben gemerkt, mit unserem klassischen Ansatz, was wir wissen von Seelsorge, kommen wir hier nicht weiter, hier müssen wir ein bisschen mehr wissen. Und so habe ich begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann auch eine Ausbildung als Traumabegleiter gemacht. So dass heute auch sehr viele Menschen zu mir kommen, alles Mögliche kommt zu mir, also alle Altersgruppen kommen zu mir, junge Menschen, ältere Menschen, Paare und so weiter. Und mein Herzensanliegen ist es, zu versuchen, Menschen zu helfen, Menschen zu begleiten, damit es leichter wird in ihrem Leben. Das ist mein tiefster Wunsch und deshalb bin ich sehr froh, vor so vielen jungen Menschen zu reden und ein bisschen über dieses Thema zu reden und euch vielleicht eine Idee zu bekommen, zu geben, wie Hilfe und wie Heilung aussehen kann. Es kommen auch Menschen zu mir, die waren schon in Kliniken und sind immer noch nicht über den Berg und auch Menschen, die dann von der Psychologie sogar genannt bekommen, wir können ihnen nicht weiterhelfen, wir geben ihnen Medikamente und so weiter, aber ansonsten nennt man das dann austherapiert. Aber ich bin der Meinung, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass Hoffnung gibt für jeden Menschen. Und das begründet sich damit, dass Jesus selbst das ausgesprochen hat. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, das ist die Prophetie für Jesus. Und ich bin gekommen, um Menschen, die zerbrochene Herzen haben, zu heilen. Und wenn Jesus das sagt, dann geht das weit über meine Kompetenz hinaus. Dann weiß ich, es steht etwas, es gibt etwas, was über menschliche Möglichkeiten hinausgeht. Und ich möchte heute, das war ja die Fragestellung, die Jenny mir gesagt hat. Ist das besser mit dem Mikrofon zu reden? Wenn du gern gehst, ja. Ja. Ist das besser so? Okay. Wenn ich gerne gehe, ja. Sonst habe ich ein Headset auf, dann bin ich etwas verwöhnt damit. Die Fragestellung, die Jenny mir gegeben hat, ich soll etwas sagen über psychische Erkrankungen und der Umgang mit psychisch Erkrankten. Und ich werde mal ein bisschen über die Krankheitsbilder, die es da gibt, reden, wobei ich jetzt nicht aus dem Gesundheitswesen komme. Ich bin jetzt kein Arzt oder so. Wenn ihr da spezielle Informationen haben wollt, müsst ihr euch solche Leute dann mal einladen. Oder es gibt sehr viele Vorträge auch auf YouTube und so weiter. Aber ein paar wollen wir uns doch mal angucken. Ein paar Sätze möchte ich dazu sagen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was ist das überhaupt? Ne? Was gibt es da? Dann gucken wir mal an, was könnte die Ursache sein, dass Menschen so erkranken. Was kann man dazu sagen? Das ist natürlich auch sehr viel vage, weil das sehr unterschiedlich ist bei jedem einzelnen Menschen. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, und das ist ja mein Ansatz eigentlich als Seelsorger,
Ich sage, wie kann ich Menschen helfen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und welche Möglichkeiten haben wir als Christen, hier nochmal etwas mehr helfen zu können? Okay, starten wir mal. Welche psychischen Erkrankungen kennt ihr so? So ein klein bisschen möchte ich mit euch reden, ja? Depression, genau. Ja. Anscheinend du. Ja. Ja. Ist denn noch ein paar? Zwangsstörung, ja. Wie? DPDS? Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst PTBS, ne? PTBS ist die Bezeichnung für Trauma. Okay? Das ist die offizielle Bezeichnung. Was kennt ihr noch? Ich sage noch mal ein paar. Wie bitte? Suchterkrankung, ja. Süchte. Burnout, sage ich noch mal was dazu. Ja, ja, das finden wir dann hier sehr drin. Ja. Das ist in der Schizophrenie sehr stark drin. Die stärkste psychische Erkrankung, die habt ihr gar nicht genannt, das sind Angststörungen. Dann gibt es sowas wie bipolare Störung. Unter diesem Thema Trauma gibt es sehr viele unterschiedliche Dinge. Ne? Ich werde ein bisschen dazu sagen, und dazu gehört auch, das nennt man heute DIS, nennt man das. Da werde ich wenn ich Trauma erkläre, werde ich da ein bisschen was dazu sagen. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich da noch etwas gefunden habe. Ihr habt eigentlich schon sehr viel gesagt, ja. Was wir noch sagen können, wären Essstörungen, gell? Gut. Okay. Jeder hat mal Ängste und Sorgen und ist mal nicht so gut drauf, hat vielleicht so einen kleinen Durchhänger oder ist verletzt worden, ist traurig und frustriert. Das kennen wir. Ja, das gehört zum Menschsein dazu. Viele, also jeder hat das mal irgendwie und ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt zwar Menschen, die sehr sensibel sind, die stärker damit zu tun haben, aber eigentlich würden wir sagen, das gehört zum normalen Bereich. Was denkt ihr, wann würde man jemanden als psychisch erkrankt bezeichnen? Was müsste da vorliegen, um das zu beschreiben so? Also wenn wir sagen, psychisch erkrankt, dann sehen wir da schon da ist das schon eine Stufe weiter, als wenn ich mal jetzt so eine traurige Phase habe. Ne, dann muss ja etwas schon sehr stark gestört sein in meinem Alltag. Genau das ist es auch. Ne? Dass ich in meiner Alltagsbewältigung eingeschränkt bin, dass meine Emotionsregulierung nicht mehr funktioniert. Und dass ich Störungen habe in meiner Wahrnehmung, ja, und meinem Denken und Fühlen. Und das ist oftmals so ein schleichender Prozess.
Und es ist manchmal auch gar nicht so klar, wann das bei jemandem zu einer Erkrankung führt. Aber schlussendlich ist eine psychische Erkrankung schon so, dass ich in meinem Leben, in meiner Lebensqualität sehr stark eingeschränkt bin. Und welche Aussage jetzt? Ich werde heute sehr viele Aussagen machen. Es wird ja auch auf YouTube gespeichert sein, so dass ihr euch das nochmal anhören könnt, weil es doch eine Menge auch an Informationen weitergegeben wird. Der wichtigste Punkt ist, dass bei einer psychischen Erkrankung, wenn man von einer psychischen Erkrankung geht, dass man zuerst einmal, bevor man überhaupt auf die Psyche guckt, dass man die körperlichen Ursachen alle ausschließt. Denn manche von diesen Erkrankungen können auch körperlich verursacht sein. Psychische Erkrankungen, die treten hauptsächlich in Beziehungen auf dann, in der Interaktion mit Menschen. Und sie sind äußerlich nicht sichtbar. Ja, wenn ich mir den Arm gebrochen habe, habe den im Gips, dann sieht jeder, da ist etwas nicht in Ordnung. Aber was hier innen drin vor sich geht, was in meiner Seele vor sich geht, das ist erstmal überhaupt nicht sichtbar. Und dann gibt es ja noch so diese Meinung, dass man sagt, bei dem stimmt etwas nicht im Kopf. Ja. Und das bedeutet, dass eine psychische Erkrankung sehr viel auch mit dem Schamgefühl verbunden ist. Und das führt am Ende dann zu einer Ausgrenzung. Freunde ziehen sich zurück, weil ich mal komisch drauf bin, weil ich überhaupt gar keinen Menschen mehr sehen mag oder was auch immer. Es führt dazu, dass ich mich ausgegrenzt fühle und nicht die Gemeinschaft suche. Und da besteht eine große Gefahr, dass man verurteilt wird, dass man nicht verstanden wird. Und diese Einsamkeit, diese abgestempelt sein, als verrückt, als krank abgestempelt zu sein, ist einer der größten Nöte. Genau. Also ist es gut, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, weil Gemeinschaften jetzt auch so, eine Jugendgruppe, eine christliche Gemeinschaft, Freunde, die können natürlich sehr, sehr viel helfen. Da werde ich zum Schluss drauf kommen, werde ich euch mal ein paar Punkte nennen, wo ihr Menschen gut helfen könnt und wo aber auch die Grenzen sind. Es gibt eine Klassifizierung, die nennt sich ICD-10. Dort sind die psychischen Erkrankungen beschrieben. Schauen wir uns mal ein paar Erkrankungen an. Ich will jetzt nur mal ein paar Informationen weitergeben, ohne sehr tief einzusteigen, weil das ist ja auch nicht mein Thema. Die Angststörung. Angststörungen sind die häufigste psychische Erkrankung. Es entstehen dabei nicht realistische Angstgefühle. Begleitsymptome sind Schwindel, Schwitzen, Gefühllosigkeit und es entsteht quasi der Eindruck, da gibt es was, was mich bedroht und ich mich nicht dagegen schützen kann. Es hängt also sehr viel auch mit meinen Bewertungen zusammen, wie ich diese Dinge beurteile. Und die Reaktion ist bei Angstgefühlen meistens ein immer stärker werdendes Vermeidungsverhalten. Ja, ich will eigentlich das, mit dem, vor dem ich Angst habe, möchte ich nicht konfrontiert sein. Und deshalb versuche ich, das auszugrenzen, auszumeiden, zu vermeiden. Aber das führt schlussendlich dazu, dass das, wofür ich Angst habe, das Angstobjekt, in meiner Vorstellung immer größer wird. Wenn ich mich in eine Sache vermieden habe, ist sie bei der nächsten Sache viel größer. Und eskalieren kann das in Situationen, dass man regelrechte Panikattacken bekommt. Die gehen vorüber. Panikattacken dauern vielleicht so 30 Minuten maximal. Die gehen vorüber. Aber sie führen in dem Moment einen Menschen in eine solche Panik, dass er mitunter gar nicht mehr weiß, wo er ist und was er macht. Es gibt sehr unterschiedliche Formen. Ich nenne mal ein paar.
Oder vielleicht wisst ihr auch ein paar unterschiedliche Angst, wie soll man sagen, Angststörungen. Kennt ihr ein paar? Mhm. Höhenangst, genau. Ja, soziale Phobien, ja. Genau. Ich nenne mal noch ein paar weitere, also das war richtig. Ne? Also soziale Phobie ist, dass man vor Menschen, Kontakt zu Menschen Probleme hat. Ne? Es gibt eine generalisierte Angst. Ne? Eine generalisierte Angst ist ein Angstzustand, wo ich grundsätzlich Angst habe, ohne zu wissen genau, wovor ich Angst habe. Ich habe eigentlich so ein grundsätzliches Angstgefühl in mir drin. Dann gibt es Angst vor engen und geschlossenen Räumen. Ist fast eine Beleidigung für mich. Die nennt sich nämlich Klaustrophobie. Dann gibt es Platzangst, ne? Also so eine Anspannung. Es könnte mir was Schlimmes passieren. Angst vor Krankheiten. Ne? Gibt gar keinen Grund, aber ich habe Angst, ja, dass ich an irgendeiner Sache krank werde. Und dann gibt es alle möglichen Phobien. Man kennt diese vor Spinnen und alle möglichen Dingen, vor denen man Angst haben kann. Ja. Und die Therapie ist bei einer Angststörung meistens eine kognitive Verhaltenstherapie, wo man sich herleitet, wie realistisch ist das eigentlich vor dem, was ich jetzt Angst habe. Und habe ich das schon mal erlebt. Und das Ziel ist eigentlich immer eine Konfrontation mit dem, wovor ich Angst habe, um sie zu überwinden. Das ist so das Ziel. Und hier wäre natürlich auch die Möglichkeit, ein christlicher Ansatz. Ja. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo Jesus über die Angst gesprochen hat? Wie bitte? Mhm. Nee, ich meine jetzt eine Aussage, wo Jesus wirklich definitiv eine Aussage getroffen hat. Ja, genau. Aber das fängt noch viel anders an, ne? Denn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist seine Aussage. Das heißt, es ist nichts Absonderliches, dass wir in dieser Welt Angst haben, dass es Zustände geben kann, dass es Lebensumstände geben kann, wo wir Angst bekommen können. Und Jesus sagt das, in der Welt habt ihr Angst. Und dann sagt er, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und das ist der Punkt, dass in der Bekleidung mit Jesus ich nicht allein bin. Wenn ich das erlebe, eine lebendige Beziehung zu Jesus habe, dann kann ich auch erleben, dass in Momenten, wo diese Angst so überstark über mich kommt, ich dann erlebe, dass Gott bei mir ist und dass ich mit ihm diesen Zustand überwinden kann. Okay, ich muss ein bisschen, glaube ich, auf die Uhr schauen. Eine weitere größere Geschichte sind die Depressionen. Das habt ihr ja auch zuerst genannt, ne? Und das ist ja mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden. Viele Krankheitsstatistiken nennen das als häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Symptome sind Schmerzen, also Kopfschmerzen, irgendwo im Inneren Schmerzen, ständige Müdigkeit, Energiemangel. Das ist quasi so, dass man körperlich viel Kraft haben kann, aber die Seele diesem Körper die Kraft zieht, wie als würde ein Stecker gezogen werden. Und plötzlich ist nichts mehr möglich. Und der Mensch will sich eigentlich nur noch zurückziehen. Wo zieht sich ein Depressiver am liebsten zurück? Ins Bett, ja. Und oftmals ist sogar so eine Embryo-Haltung drin, ne, dass er sich so einkeuert, ne, weil er irgendwo Schutz suchen will, ne. Reizbarkeit, Angst sind Symptome, zunehmende Lustlosigkeit, Apathie, missmutige Stimmungslage, Schlafstörung, Appetitlosigkeit. Es ist quasi, der Mensch spürt irgendwie, es gibt gar nicht mehr viel Hoffnung, findet sich in einem dunklen Tunnel. Und es kann mehrere Ursachen haben,
bei der Depression. Einmal kann es tatsächlich auch körperliche Ursachen haben. Deshalb muss das abgecheckt werden. Das können Stoffwechselkrankheiten sein, das können Gehirnerkrankungen sein, das kann Probleme mit der Schilddrüse sein. Die Schilddrüse ist, die wird also bei Depressionen meistens auch abgecheckt. Ne? Es ist wichtig, bei allen psychischen Erkrankungen und Störungen, dass zuerst einmal geguckt wird, gibt es da organische Ursachen. Und dann zweiter Grund für Depressionen, endogene Depression, wer das schon mal gehört hat. Das heißt von innen, das ist überwiegend genetisch bedingt. Das kommt irgendwie von innen, überwiegend auch unbekannt. Und dann gibt es natürlich die seelische Komponente, liegt in der Persönlichkeit, im sozialen Umfeld, Lebensbiografie. Und diese Depression, wir haben ja hier verschiedene aufgeführt, verschiedene psychische Erkrankungen haben wir aufgeführt. Und die Depression, die kommt bei vielen diesen Erkrankungen mit. Ne? Zum Beispiel bei Trauma, Borderline, manisch-depressiv. Da ist die Depression oftmals mit dabei. Die Grundstimmung ist, man befindet sich in einem Tunnel, wo es kein Ende mehr ist. Das Gefühl ist geprägt sehr stark von Hoffnungslosigkeit. Es ist aus. Es gibt keinen Weg mehr, es gibt keine Zukunft mehr, es ist alles aus und das ist vermehrt dieser Gedanke, Resignation, keine Zuversicht. Und hier sehen wir, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir denken und dem, was wir fühlen. Denn die Gefühle, die kommen aus unserem Denken, als eine Folge unseres Denkens. Und als Christ habe ich natürlich die Möglichkeit zu erkennen, das sind falsche Gedanken, das sind falsche Aussagen, die sich dann in meinem Gehirn manifestieren. Und denen kann ich dann widersprechen, kann sagen, nein, es stimmt nicht. Im Wort Gottes steht das geschrieben und ich glaube das jetzt nicht. Und so kann ich diesem widersprechen. Und deshalb ist hier sehr entscheidend auch das Gottesbild, das ich habe. Schauen wir uns nochmal noch ein paar andere Krankheiten an. Zu Trauma werde ich ein bisschen mehr sagen, weil da kenne ich mich am besten aus. Manisch-depressiv, heute gebräuchlicher die Bezeichnung bipolare Störung. Hier gibt es zwei Pole und die Pole sind Manie und Depression. In der manischen Phase möchte der Mensch quasi aus sich herauswachsen. Das heißt, er ist aktiv, er macht sonst irgendwas, es gibt fast keine Grenzen für ihn. Er kann alles, er schafft alles, er ist fast nicht zu bremsen. Das kann dazu führen, dass er irgendwelche Dinge kauft und wo sich hinterher fragt, wie komme ich da jetzt wieder raus, dass er große Shoppingtouren macht oder das Starten von überzogenen Projekten. Und dann kippt das. Und dann kommt die zweite Phase, ist die Depression, und da ist das, wie beschrieben, dann vorhanden. Und die Depression ist die längere Phase. Und das geht wirklich in so Zyklen vor sich. Gell? Es geht immer wie so ein Wellengang bei diesen Menschen. Und es gibt da ganz gute Medikamente, eine Aussage zu Medikamenten. Medikamente können eine psychische Erkrankung nicht heilen. Das ist erstmal meine Aussage. Aber sie können helfen, diese Spitzen etwas abzumildern. So dass ich besser in der Handlungsfähigkeit bin. Aber wäre eine Mehr zu sagen, Medikamente können meine psychische Erkrankung komplett heilen. Dann gibt es eine sehr schwerwiegende, wirklich eine sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung, das ist die Borderline. Borderline ist, als würde man sämtliche Grenzen, die Grenzen eigentlich verlieren. Es gibt so ein, vor allen Dingen in Beziehungen sind Borderline-Erkrankte sehr schwer zu ertragen, würde ich fast sagen. Es kann sein, weil es schwankt zwischen Überidealisieren und Vorurteilen. Es kann sein, man verliebt sich in jemanden und sagt, das ist der wunderbarste Mensch, den ich überhaupt jemals getroffen habe. So gut wie der hat mich noch niemand verstanden. Und es geht eine Weile. Und dann enttäuscht er mich,
dann funktioniert er nicht so, wie ich das gehofft habe. Und dann schwenkt das komplett ins Gegenteil. Das ist der schlimmste Mensch, den ich je überhaupt erlebt habe. Und in diesem Spannungsfeld leben Borderline-Erkrankte. Sie kennen, sie haben es sehr schwer mit diesen ganzen Gefühlen, die da sind, diese Stimmungsschwankungen, sie gehören ja zu den affektiven Störungen, da ist eine Stimmungsschwankung zur Depression, Reizbarkeit, Ängste, Gefühle, Leere, Langeweile, häufige Wutausbrüche und die sind diesen starken Impulsen hilflos ausgeliefert. Und der Druck kann in diesen Menschen, also ein so immenser Druck, dass sie versuchen, irgendeine Entlastung zu bekommen. Und da, gerade bei den Borderlinern, sieht man sehr viele Selbstverletzungen. Ja, ich suche einen äußeren, stärkeren Schmerz, der den inneren übersteigt für einen Moment. Und ich war schon in Kliniken gewesen, kann ich euch sagen, dann habe ich so eine Hand gesehen von jugendlichen Mädchen. Ja. Wir sprechen da von 12, 15, 17, solche junge Menschen, ganze Hand voll Schnitte. Und zwar in ganz, ganz kurzen Abschnitten, ganze Hand voll Schnitte. Da dreht sich dir der Magen um. Wenn du diese Not siehst, wenn du die Not von solchen Menschen siehst, von jungen Menschen, die einfach verzweifelt sind und nicht zurechtkommen in ihrem Leben. Und ich bin mittlerweile, weil ich schon die Diskussion geführt habe, auch dafür, dass man sagt, okay, weil diese Hand bleibt so, mit den ganzen Narben bleibt sie. Und wenn diese Menschen dann wieder, sagen wir mal, später zurechtkommen, so haben sie einen Arm, der so aussieht. Versuchen gar nicht ins Schwimmbad zu gehen, weil jeder spricht sie darauf an. Und es ist ein Schamgefühl ohne Ende, könnt ihr euch vorstellen. Und ich bin der Meinung, es gibt die Möglichkeit, das weglasern zu lassen, dass man das machen sollte. Allein wegen diesem Schamgefühl. Es bleiben zwar, es geht nicht komplett weg, aber es gegen diese Schwulste, diese Schnittschwulste, die gehen weg. Ne? Aber trotzdem bleiben blasse Stellen da natürlich. Es geht nicht komplett weg, aber man sieht es nicht mehr so. Also Borderline ist eine schwere Persönlichkeitsstörung und größtenteils, so habe ich es gelernt in meiner Ausbildung, traumabedingt. Man spricht davon, dass 2/3 der Borderline-Erkrankten ein Trauma erlebt haben. Gut, jetzt kommen wir auch gleich zum Trauma. Da werde ich aber nur ein paar kurze Sachen sagen. Ich habe aber auf YouTube einen Vortrag über Trauma, 2 Vorträge sogar. Wer sich da stärker mit auseinandersetzen möchte, kann sich die gerne angucken. Ich denke, ich habe es, so wurde es mir bisher immer wieder gesagt, ziemlich einfach und verständlich erklärt. So, jetzt. Ganz kurz erklärt, was ein Trauma ist. Ein Trauma ist ein Erlebnis, das überwältigend ist, lebensgefährlich, über alle Maßen erschreckend, etwas, wo man sagt, das kann ich nicht verkraften. Ich erlebe etwas, was ich nicht überwinden kann, was ich nicht überleben kann. Das ist so schlimm, dass man denkt, dass später denkt, dass es nicht passiert sein kann. Ganz kurz vielleicht zu den Traumatypen und dann kann ich so ein bisschen dieses Bild erklären. Man spricht heute von 2 Traumatypen, Typ A und Typ B. Typ B, fange ich mal an, B steht für Bad Things. Schlimme Dinge sind geschehen, ein Überfall, ein Unfall, Missbrauch, Krieg, Naturkatastrophe und spricht auch vom Schocktrauma. Ja, ein Erlebnis, was so gravierend war,
dass man denkt, das kann man nicht überleben. Aber es gibt auch einen Typ A, und das A steht für Absence, das bedeutet, es sind Abwesenheit, es sind Dinge in der Entwicklung des Kindes nicht da gewesen. Vernachlässigung und Verlust erleben, keine gesunde Bindung, man spricht da auch von einem Bindungstrauma oder vom Entwicklungstrauma. Und das ist die wesentlich schlimmere Traumaform. Kann man sich vorstellen. Weil das nicht ein einzelnes Erlebnis ist, sondern weil es dann über viele Jahre gegangen ist. So, was nehmen wir mal an, ne? Wir haben ja zurzeit auch viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, die Kriegszustände erlebt haben. Und wir können uns vorstellen, dass viele von diesen aus der Ukraine traumatisiert sind. Ja? Wenn so ein Raketenangriff gekommen ist, man sagt, ich kann das einfach nicht erleben, überleben. Ja? Und wenn so ein Traumaerlebnis passiert, es ist unfassbar, es ist nicht aushaltbar. Und wir sprechen dann hier von der Traumazange. Das heißt, was der Mensch versucht, wenn er in einer solchen Situation ist. Ich versuche zu kämpfen, um mich zu wehren, oder ich versuche zu fliehen. Aber wenn hier diese zwei Schenkel einer Zange, wenn die nicht funktionieren, ich kann nicht kämpfen, noch fight, noch flight, ich kann nicht fliehen, dann bin ich in einer Situation gefangen. Ich kann die aber von meiner Vernunft her nicht überleben. Ich sage, das ist einfach, das kriege ich nicht rein. Ja. Dann, nachdem im ersten Moment alles, die ganze Körper voll Adrenalin ist und ich aufgeregt bin, beginne ich plötzlich diesen Zustand zu verändern. Das heißt, mein Bewusstsein wird ganz ruhig und ich fange an, mich aus mir selbst heraus zu bewegen. Ja, ich spalte es ab, so dass ich sage, das ist mein Körper, aber das passiert mir nicht wirklich. Das ist die einzige Möglichkeit, die ein Mensch bei einer Traumatisierung hat, um zu überleben. Und diese Abspaltung, die passiert im Gehirn. Er überlässt das sich ergeben, ne? Also Freeze eingefroren, Submit, Unterwerfung, und dann passiert die Fragmentierung im Gehirn. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen, wir waren in der Bretagne, wir haben viele Ausflüge gemacht, und ich kann sagen, wann ich losgefahren bin, was wir alles gesehen haben, alles gute Erlebnisse. Und am Anfang habe ich mir das Wetter geärgert, das kann ich mich auch noch erinnern. Und ist abgespeichert in einem Bereich in meinem Gehirn, wo ich jederzeit drankomme. Wo ich dann sagen kann, wenn der Nathanael fragt, na, wie war es denn im Urlaub, dann kann ich ihm alles erzählen. Ich kann sagen, ich habe auch noch ein paar Bilder, kann ich auch noch zeigen. Ja? Weil ich habe Zugriff zu diesem Bereich des Gehirns. Bei einer Traumatisierung erlebe ich etwas, was ich nicht begreifen kann, was ich verstehen kann. Und das kann ich nicht so abspeichern wie so eine Urlaubsfahrt. Das heißt, das fliegt, diese Fragmentierung, die fliegt in einem ganz anderen Gehirnbereich herum und die nennt sich Amygdala. Und dort ist sie nicht greifbar. Das heißt, die kann jederzeit aktiviert werden. Nun hat dieser Mensch versucht natürlich sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, ganz normal zu leben, seinem Beruf nachzugehen und so weiter. Und dann passiert irgendetwas, was ihn an dieses Traumageschehen erinnert. Irgendein Trigger. Und plötzlich ist er, und das nennt man Flashback, ist er in der genau der selben Situation wie damals. Der switcht quasi in seine Vergangenheit hinein. Das nennt man ein Flashback. Und er ist dann mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinen Reaktionen, mit seinem Verhalten, ist er in der damaligen Situation.
Du kannst dich jetzt mit, nimm mal dieses Beispiel von einem jungen Menschen, der aus der Ukraine kommt und der so Raketenbeschuss erlebt hat, wo er gedacht hatte, dass heute werde ich sterben. Das kann ich nicht, einfach nicht überleben. Und er ist jetzt hier und irgendwo unterhältst du dich mit ihm über Fußball, über Deutschland oder sonst irgendetwas, übers Wetter. Und irgendwo knallt das. Und das erinnert ihn an diese Raketen, an diese Bomben, die geflogen sind. Und er switcht plötzlich in diese Situation hinein. Und von einem Moment auf den anderen ist er ein ganz anderer. Du denkst, er ist verrückt. Und deshalb werden auch viele Traumatisierte, die werden als verrückt bezeichnet, die drehen durch und so. Nein. Das ist ganz ein normales Symptom. Okay. Also, das Einzige, was ich noch dazu sagen will, ist, dass natürlich dieser Mensch solche Situationen vermeiden möchte. Er weiß, das kann passieren. Da ist etwas, was angetriggert werden kann. Und deshalb hat er eine große Anspannung in sich. Und diese Anspannung führt dazu, dass sehr viel Stress in ihm drin ist. Ganz viel Stress. Weil er ständig aufpassen muss, dass es nicht wieder eine Situation kommt, wo er die Kontrolle verliert. Und diese Menschen haben natürlich sehr viel Not mit ihren Kräften, haushalten zu können. Hier gibt es, hier unten habe ich auch noch geschrieben, es gibt sogenannte Traumafolgestörungen. Und das sind die Flashbacks, das sind Gefühlsüberflutungen, das sind Amnesie, das ist, dass ich etwas vergesse, mich an Dinge gar nicht mehr erinnern kann. Das ist Rückzug, Depression, Schlafstörung, Ängste und so weiter. Das kann alles sein. Ja. Genau. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, ich habe gedacht, ich mache euch das mal ein bisschen plastisch, ne? Dass jeder Mensch hat so ein, ich habe hier so ein Bild von so einem Brot, ne? Das ist meine Kraft. Das ist meine Kraft, mit der ich die Herausforderung meines Lebens bewältigen möchte und muss. In der Schule, an der Arbeit und so weiter. Aber bei einem Traumatisierten, geht durch den Stress schon sehr viel weg, allein schon durch den Stress, und er startet mit so viel Kraft. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass solche Menschen natürlich mit ihren Kräften sehr ans Ende kommen, können nicht ihre Arbeit zu bewältigen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter. Und das führt dann auch zu wirtschaftlicher Not. Also ist ein großes, großes Thema. Man arbeitet mit Traumatisierten so, dass man diesen Menschen stärkt, dass er stabilisiert wird, dass er nicht mehr in diese Vergangenheit zurückflasht, sondern im Hier und Jetzt bleibt. Ja, gibt so Reorientierungsmaßnahmen, und es ist eine sehr langwierige Begleitung, um diesen Menschen helfen zu können. Noch ein paar andere psychische Erkrankungen, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte. Da gibt es Psychosen. Psychosen ist auch oftmals eine Diagnose. Das ist eine Wahrnehmungsstörung. Stimmt nicht, was wir wahrnehmen, mit der Beschreibung von anderen Menschen überein. Das irritiert natürlich sehr stark, und ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Schizophrenie ist die schlimmste Form der Psychose. Es bedeutet abgespalten. Hier ist die Persönlichkeit, die Einheit der Persönlichkeit gestört. Es erscheinen Gedanken wie Stimmen. Es wird alles auf sich bezogen, es werden Stimmen gehört, die es gar nicht gibt, Aufträge werden wahrgenommen, und es gibt sehr viele Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, Religionswahn und so weiter.
Über Zwangsstörungen habt ihr auch gesprochen. Da können bestimmte Handlungen nicht unterlassen werden. Es muss permanent kontrolliert werden. Habe ich denn eigentlich die Tür abgeschlossen? Ich fahre weg. Habe ich sie denn wirklich abgeschlossen? Fahre zurück, kontrolliere noch einmal. Fahre wieder weg, fahre wieder zurück. Habe immer diesen Zwang, das nochmal kontrollieren zu müssen. Oder Waschzwang, ja, da geht es um Reinheit, ne? Permanent sich die Hände zu waschen oder so. Das sind so Zwangsstörungen. Dann gibt es auch Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus, ne? Wo der Mensch sich in den Vordergrund stellt und immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Man unterstellt ja dem Ex-Präsidenten Trump, dass er eine solche Zwangsstörung, dass er so einen Narzissmus hat. Es hat alles seine Gründe. Es hat alles seine Gründe. Ja, beim Trump weiß man, dass er einen Vater hat, dem er nie genügen konnte. Lady Gaga, die von sich erzählt hat, warum hat sie sich so verkleidet und alles, weil sie eine psychische Erkrankung hatte. Und eine Geschichte hat, es hat alles seine Gründe. Wichtig ist, dass wir solche Menschen nicht verurteilen. Dass wir sagen, ja, das hat einen Grund, warum er mit solchen Dingen zu tun hat. Ich habe jetzt einen schönen Spruch von Robin Williams gelesen, der lebt ja auch nicht mehr, weil er auch mit seinem Leben nicht zurechtgekommen ist. Und er hat gesagt, sei freundlich zu jedem Menschen, denn du weißt nicht, welchen Kampf er kämpft. Sei freundlich zu jedem Menschen jederzeit. Dann noch Essstörung, da unterscheidet man Magersucht und die Essbrechsucht. Okay, das soll es mal jetzt gewesen sein zu den psychischen Erkrankungen. Damit ich noch ein bisschen Zeit habe, zu sagen, was passiert eigentlich und was kann man tun, um Heilung zu bekommen. Okay, ich versuche die Dinge immer sehr, sehr einfach zu erklären, damit sie auch gut verstanden werden. Stellen wir uns mal vor, ich male immer Strichmännchen. Stellen wir uns mal hier ein Kind vor. Und dieses Kind braucht, jeder Mensch braucht, um überleben zu können, ein Punkt der Sicherheit. Immer hier, das soll so diese Sicherheit sein. Und dazu gibt es einige Fragen, die diese Sicherheit herstellen. Es gibt nämlich die Frage, bin ich geliebt? Bin ich okay? Bin ich willkommen? Das sind Fragen, die jeder Mensch stellt. Dann gibt es die Frage, werde ich ermutigt? Ja, dann das Wort, was wir heute sehr gebräuchlich haben, ist Resilienz. Entsteht dadurch eine Widerstandsfähigkeit? Dann erfahre ich Trost. Und Hilfe. Alles das führt dazu, dass ich mich sicher fühle. Wenn ich das erlebe in meinem Elternhaus, in meinem Umfeld, erlebe ich hier dadurch Sicherheit. Okay? Und deshalb spricht man davon heute von einer gesunden Bindung. Dass ich weiß, ich werde geliebt, ne?
Und ich kann auch Fehler machen und ich werde ermutigt, sagen, es ist nicht schlimm, wir versuchen es nochmal. Ich weiß, Mama und Papa stehen hinter mir. Ich erlebe eine sichere Burg, ein sicherer Hafen. Ich erlebe Sicherheit. Und dadurch entwickelt sich eine gesunde Persönlichkeit. Der geht auch mutig ins Leben hinein, weil er weiß grundsätzlich, egal welche Herausforderung es gibt, es wird irgendwie schon gehen. So, aber nun gibt es Menschen, die haben das so nicht erlebt. Ja? Dann ist nämlich diese Sicherheit, die ist unterbrochen. Die ist bruchstückhaft. Es ist nicht sicher. Ja? Gut, ich habe jetzt kein, ich nehme mal hier da den schwarzen statt den roten Stift. Und was diese Menschen erleben, ist, dass nicht klar ist, ob sie geliebt werden. Dass nicht klar ist, dass ich willkommen bin oder dass ich geliebt und ermutigt werde. Das erlebe ich dann nicht. Und da spricht man von einer ungesunden Bindung. Und da gibt es mindestens zwei unterschiedliche Formen. Die eine ist eine unsicher vermeidende. Und eine unsicher ambivalente. Ich erkläre die mal kurz. Dieses Kind hat diese Bedürfnisse, das von den Eltern zu hören, dass ich geliebt bin. Gott spricht ja so oft davon. Warum spricht Gott so oft davon, dass er uns liebt? Das ist auch unglaublich, welche Menge an Bibelstellen es im Neuen Testament alleine gibt, wie sehr Gott uns liebt, weil wir es brauchen, das gehört zu bekommen. Und wenn ein Mensch das nicht bekommt und diese Unsicherheit in seinem Herzen ist, versucht er, das einzufordern, versucht er zu fragen, Mama, hast du mich lieb? Oder freust du dich, dass es mich gibt? Es ist schön, dass es mich gibt. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wenn man das nicht hört und auf die Signale, die man gegeben hat, nicht reagiert wird, dann denkt der Mensch irgendwann, das gibt's nicht für mich. Das existiert nicht für mich. Und er erwartet das nicht mehr. Er vermeidet das überhaupt. Das bedeutet als Erwachsener, dass er keine Beziehung eingehen kann. Weil es gibt es ja gar nicht, Liebe und Zuspruch und Trost und das. Wir können uns auch vorstellen, dass so ein Mensch auch Schwierigkeiten hat, das von Gott zu erwarten. Und dann gibt es die Ambivalente, da ist mal heute alles gut. Da spricht mein Papa mich an oder ich kriege Zuspruch. Am nächsten Tag ist es komplett anders. Ich weiß nie, wo ich dran bin. Das ist alles so unsicher, so ambivalent. Und später bedeutet das, dass ich nicht glauben kann, wenn jemand sagt, hey, du hast etwas Gutes gemacht. Ich denke, er hat eine riesen Sehnsucht danach, das zu hören. Aber im zweiten Moment denke ich, ach, das meine ich doch gar nicht, ehrlich. Der will nur nett zu mir sein. Man kann nicht glauben, dass ich geliebt werde. Stellt euch mal vor, wie das in Beziehung funktioniert. Ganz schwierig. Gell? Und dann kommt durch diese Löcher, gibt es da noch so negative Erlebnisse, diese negativen Erlebnisse, sei es Mobbing oder sonst irgendetwas, oder Beleidigung oder sonst irgendwas, die treffen halt nicht mehr auf eine sichere Wand, sondern auf eine bruchstückhafte Wand und hauen dann vollkommen rein. Und deshalb ist innen drin Angst da, Scham ist da,
sehr viel Wut ist da, das wollen ja die Menschen anfangs gar nicht zugeben, sehr viel Stress und vor allen Dingen auch Kontrolle. So entstehen, mal ganz einfach gesprochen, entstehen solche psychischen Erkrankungen. Gut, mein Gedanke ist dabei, dass das wieder sein darf, dass ich hier als erwachsener Mensch wieder eine Sicherheit bekomme. Und die Heilung, wenn ich mal sage, die Heilung bedeutet die Wiederherstellung der Sicherheit schlussendlich. Genau. Und das heißt, ich muss so etwas erleben wie Annahme. Das erlebe ich in Gesprächen immer wieder. Wo hast du dich dann geliebt gefühlt, als ich mich angenommen gefühlt habe? Geliebt. Genau. Und so ein Nachhausekommen. Ihr kennt ja dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was war der entscheidende Punkt der Wende bei dem verlorenen Sohn? Wer kann mir das sagen? Wann ist sein Schicksal hat sich wann gewendet? Ja, wo also er sagt, ich will mich aufmachen und zum Vater gehen. Dann wendet sich seine Geschichte. Okay, ich muss für mich wahrnehmen und entwickeln, dass ich nicht mehr in dem Zustand der damaligen Ohnmacht bin, sondern dass ich heute eine andere Möglichkeit habe. Ich verwende ganz gern auch mal so dieses Bild von einem Ökosystem, so ein See, ein Teich, ein Fluss, in dem so viel Gift hineingekommen ist, weil man das missachtet hat, dass da drin sämtliches Leben gestorben ist. Und man hat jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich darum kümmert, dass nicht das Gift mehr reinkommt und lebenswichtige Dinge hineinfließen, dass sich dieses Ökosystem wiederholen kann. Und dann sind plötzlich wieder Fische da, Leben da. Und ich glaube, dass das möglich ist. Dass es möglich ist, auch wenn man das jetzt mal als unser innerstes Ökosystem bezeichnet, dass unsere Seele quasi dieses innere Ökosystem ist, das durch all diese Dinge vergiftet worden ist, wo kein richtiges Leben, wo keine Sicherheit da ist, dass sich das wieder ändern kann. Dazu braucht es auch, dass ich anfange, Grenzen zu setzen. Dass ich nicht alles mit mir machen lasse und diese Dinge dann in meinem Leben wieder zu finden sind. Genau. Dass ich mich wehren kann und dass ich erlebe, eine Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit. Wie kann ich Stärke gewinnen? Und das ist jetzt die letzte Frage, die ihr mir gestellt habt, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Ich brauche mal einen Freiwilligen. Vielleicht David, vielleicht kommst du mal. Stell dich mal.
Ausgebreitet an, richtig ausgebreitet. Nur noch kurz Mikro. Was glaubt ihr? Was ist länger? Von dem Fuß bis zum Kopf oder von einer Hand zur anderen? Was glaubt ihr, was ist länger? Du hast dich immer. Okay, hilfst du mir mal? Muss ich es beweisen? Kannst du mal messen? Ich halte dir auch hier fest, damit du. Weil David macht jetzt gar nichts. Der bleibt einfach nur so stehen, wie so ein junger, starker Mann. Wow, da haben wir gerade noch Glück gehabt. Jetzt gucken wir von unten. Was haben wir hier? 87. Ja. Aha. Es ist eigentlich fast gleich. Es ist fast gleich. Und mein Gedanke dabei ist, weil so wie der David gestanden hat, ist ja wie so ein Kreuz, ne? Dass ich eine vertikale Linie habe und eine waagerechte. Und dass diese vertikale Linie ist das, was von Gott kommt. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, nur Gott hilft und sonst gar nichts. Der Meinung bin ich nicht. Der Mensch ist geschaffen, das ist seine göttliche DNA. Er ist geschaffen zur Gemeinschaft. Und das heißt auch in der Gemeinschaft, in der Beziehung untereinander kann Gott sehr viel tun, kann Heilung hineinfließen. Und jetzt kommt so eine Jugendgruppe wie ihr ins Spiel. Ich habe so 10 Punkte. Die will ich aber jetzt nicht alle aufschreiben, aber ihr habt ja das dann alles auf dem Video. Wo kann ich Menschen helfen, die psychisch angeknackst sind? Das ist ja die Frage auch, die ihr habt. Und ich habe euch ja hier dann gezeigt, dass hier eine unsichere Bindung war, die dazu geführt hat, dass sehr viel Schaden hineingekommen ist in mein Leben. Und schlussendlich muss ich es geht um Sicherheit, das ist immer wieder das Thema, das merke ich halt immer wieder bei den Menschen, wenn sie kommen, es geht schlussendlich dieses Gefühl, dass ich irgendwo sicher bin. Und diese Bindung, diese gesunde Bindung, die muss nachgeholt werden. Und dazu brauche ich Menschen. Ja? Also rein theoretisch, von den Menschen, die du da sagst, ist ja alle Trauma. Nein, ja, das. Grundsätzlich ja, wir alle irgendwas erfahren. Ich meine, unsere Eltern sind da, wir sind da. Und wir haben nie eine perfekte Bildung, wir haben nie alle Dinge verarbeitet, die wir in der Vergangenheit haben. Ja, da spreche ich aber nicht zwangsläufig von einem Trauma. Ein Trauma ist ein so schwerwiegendes Erlebnis, dass ich das Gefühl habe, das nicht überleben zu können. Was du jetzt ansprichst, das sind Verletzungen, Dinge, die jeder Mensch hat etwas mitbekommen, was nicht in Ordnung war. Wo er verletzt worden ist, wo sich Dinge nicht so gut ausgeprägt haben. Da spreche ich noch nicht von einem Trauma. Es ist ganz wichtig, dass wir da. Niemals komplette Heilung finden, wenn nicht Gott in einem Menschen diese Heilung wird. Das ist so richtig.
Gut, wir haben bei Team F haben ja immer gesagt, es ist nicht das so stark, was uns verletzt, sondern wie wir darauf reagieren. Und da sprichst du jetzt ja auch von der Sünde an, von meiner Verantwortung, wie ich darauf reagiere. Wenn mich jemand verletzt hat und ich reagiere darauf, indem ich ihm nicht vergebe, indem ich verbittert bin, dann ist das der größere Schaden sogar, dass durch mein Verhalten das hervorgerufen wird. Genau. Wir sprechen aber heute hier von psychischen Erkrankungen, die noch einmal eine Stufe stärker sind als das, was du jetzt beschrieben hast, wo wir alle im gleichen Boot sind, wo wir alle verletzt werden und wo wir alle Dinge erlebt haben, die nicht in Ordnung sind. Psychische Erkrankungen heißt, es ist so viel an der Seele kaputt, dass ich mir selbst schlecht helfen kann. Okay, also sehr wichtig ist, dass Menschen, die so psychisch erkrankt sind, dass sie sich angenommen fühlen. Und dass man diese Menschen auch mal aushält. Die können, was ich so beschrieben habe von den Erkrankungen, können die in Zuständen sein, wo die etwas sagen. Da darf man nicht alles auf die Goldwaage legen. Sie sind in gewissen Zuständen gewesen, wo sie vielleicht verletzende Dinge ausgesprochen haben. Und deshalb sehr wichtig, dass man sie einfach auch mal aushält. Die Bibel spricht ja auch davon, ertragt einander, sagt die Bibel. Ertragt einander. Und das ist halt sehr, sehr, ein sehr wichtiger Punkt, einfach auch mal da zu sein. Ich stehe zu dir. Gar nicht mal so viel reden, einfach nur da sein. Das wäre ein wichtiger Punkt, um diesen Menschen zu helfen. Dass man sagt, ich bleibe an deiner Seite. Ich verstehe jetzt auch nicht alles, was mit dir ist und du reagierst so komisch und ich weiß auch nicht, wie ich mit dir jetzt umgehen kann. Aber eins sage ich dir, ich stehe an deiner Seite, ich bleibe bei dir. Und das ist etwas, was diesen Menschen sehr, sehr viel helfen wird. Das wäre mir sehr wichtig, dass wir solche Menschen dann nicht verurteilen und von uns weisen. Dann trösten, ermutigen. Lieber keine vielen frommen Sprüche zu machen, lieber das, was wir lesen im Wort Gottes, zu praktizieren, barmherzig zu sein. Steht ja in den Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das heißt also, ich lebe das aus und ich zeige den anderen Menschen, dass ich auf ihrer Seite bin. Nachfragen, Ausgrenzungen überwinden, auch immer wieder den Kontakt zu suchen und die Verbindung zu ihnen zu suchen, um sie wieder hineinzuholen in die Gemeinschaft. Begleiten, vielleicht ist auch mal eine praktische Hilfe notwendig, weil diese Menschen oftmals dann noch nicht mal ihren Alltag bewältigen können. Also wir sprechen wirklich von psychisch stark erkrankten Menschen. Dass wir uns da nicht missverstehen. Es geht nicht um, dass mich jemand beleidigt hat oder dass ich Dinge nicht auf die Reihe bekommen soll. Es geht hier um wirklich psychisch erkrankte Menschen. Und die kriegen mitunter ihren Alltag gar nicht auf die Reihe. Die trauen sich nicht aus dem Haus heraus. Die wissen nicht, wie sie was machen sollen. Und da braucht es mitunter sogar auch praktische Hilfen. Und immer auch versuchen, Freund und Freundin zu bleiben. Auch mal hineinzusprechen und sagen hier, jetzt stehst du aber mal auf und jetzt gehen wir mal zusammen, weil sie versuchen, sich immer wieder zurückzuziehen und sich zu verbarrikadieren. Und was sie brauchen, ist eine feste Struktur. Morgens aufzustehen, feste Tagesstruktur und auch sich zu bewegen, in die Natur zu gehen. Und da wäre auch ein Hineinsprechen, eine Korrektur notwendig.
Vergebung empfangen, Vergebung gewähren, aufeinander Acht haben. Vielleicht lesen wir mal Hebräer 12, Vers 15, wer eine Bibel dabei hat, kann das mal gerne lesen. Ja, mag das mal jemand lesen? Also hier steht sehr viel davon, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Habt ihr das so auch wahrgenommen? Dass nicht so eine Bitterkeit aufsprost. Das heißt, das, was ich erlebt habe hier, es wird immer auch eine Erinnerung sein, ja, was früher mal gewesen ist. Hier wird eine Erinnerung sein. Und das sagt dieses Wort. Es sagt, achtet darauf, dass das nicht wieder aufsprost. Es ist nicht grundsätzlich total weg, die Erinnerung. Die wird immer ein Bestandteil meines Lebens sein. Aber achtet darauf, dass es sich bei irgendjemandem passiert, dass das wieder hochkommt und er wieder in das Verhalten hier hineinkommt, wie es da gewesen ist. Sondern dass er jetzt hier an Souveränität gewinnt. An Souveränität, das ist so ein Lieblingswort von mir. Und Selbstsicherheit. Das ist bei psychisch erkrankten Menschen meistens überhaupt nicht mehr da. Und dann am Ende segnen, beten, hören auf Gott. Und gemeinsam vor Gott auch die Not aussprechen und mit ihm reden und von ihm Hilfe und Gedanken erfahren, dann können wir solchen Menschen sehr viel helfen. Erschlagt sie nicht mit Bibelstellen, sondern reicht ihnen lieber die Hand. Und lebt das, was ihr aus der Bibel erkannt habt, lebt es aus. Und seid diesen Menschen eine Hilfe. Das war's. Ich wünsche euch da viel, viel Gelingen, viel ein weites Herz wünsche ich euch für solche Menschen. Die sollten wirklich gerne in eine Gemeinde gehen, weil sie dort sich angenommen fühlen, weil sie dort ein Zuhause finden, weil sie all das dort finden, was sie nicht gehabt haben. Und damit hat die Gemeinde einen großen Dienst, eine große Aufgabe, diesen Menschen ein Segen zu sein. Das wünsche ich euch allen. Dankeschön.